Herzlich willkommen in einer neuen Folge Engelings, der Podcast mit Himmelsrichtungsblick. Ich habe heute eine bezaubernde Gästin hier bei mir und ich fühle mich sehr geehrt, dass die liebe Kerstin Brinkbäumer hier Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Kerstin, und wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank dir. Und die Kerstin ist Schamanin, sie ist Psychotherapeutin und arbeitet ganz viel auch mit Transformationsebenen. Und natürlich, wahrscheinlich wird sie uns selbst danach auch noch Einblick geben in ihre Arbeit und in ihr Wirken. Und ich habe sie vor einiger Zeit kennengelernt und mich hat sie berührt, weil sie eine Authentizität ausstrahlt und weil sie wirklich die Schamanin ist, die es einfach verkörpert. Und deshalb wird sie uns heute erzählen, was sie macht und vor allem auch, was ihre tiefen Einsichten vielleicht und auch ihre tiefen Erkenntnisse sind ihrer langen Reise. Und deshalb, liebe Kerstin, möchte ich dir selbst das Wort geben, dass du dich einfach vorstellst oder dass du uns einfach erzählst, wer du bist. Total gerne. Du hast es gerade schon gesagt, ich bin Schamanin, spirituelle Lehrerin und im Background auch Psychotherapeutin, wobei das gar nicht mehr nach 20-jähriger Praxis gar nicht mehr wirklich das ist, was ich primär tue. Aber der Hintergrund ist ja da, was auch in der Arbeit hilft. Aber tatsächlich arbeite ich viel mehr mit der schamanischen Energiemedizin, mit den alten schamanischen Heiltechniken, aber vor allem auch mit dem Blickwinkel. Also, weil was ich wirklich... Wofür ich wirklich brenne, ist Menschen echte Transformationen in ihrem Leben zu ermöglichen und sie wirklich ein leuchtendes Leben führen zu lassen. Das heißt, sinnerfüllt, glücklich, sinnvoll, dass wir so ein Gefühl haben von, wer bin ich, wozu bin ich hier und wirklich unseren Platz wieder einzunehmen. Und wenn wir jetzt gerade in diese Zeiten gucken, wir zwei haben ja auch privat schon mal darüber gesprochen, dass was so als neue Zeit bezeichnet wird, gerade der Zeitraum jetzt, diese Übergangsphase, dann ist ja einfach unfassbar viel los auf diesem Planeten. Und wir kommen in Zeiten oder sind schon in Zeiten, wo es auf diesem Planeten gerade ganz schön ruckelt und viele von uns ja auch wirklich anfasst. Und gerade in diesen Zeiten wirklich dahin zu kommen, dass wir so einen inneren Frieden mitbringen, dass wir wacher und bewusster leben, dass wir wirklich unseren Platz einnehmen. Und wenn ich jetzt, und das finde ich, ist das Gold des Schamanischen, neben dem spirituellen Pfad und dem wacher und bewusster durchs Leben zu gehen. Aber das, was den Schamanismus ja auch so doll auszeichnet, ist dieser Platz von, wir gehen zum höchsten Wohle aller Lebewesen. Immer wieder die Erkenntnis, dass wir Menschen nicht die Herrscher über diesen Planeten sind, sondern wirklich die Behüter. Und wenn wir das in diesen Zeiten mehr und mehr nach vorne bringen und immer mehr von uns wirklich ihren Platz wieder einnehmen zum höchsten Wohle aller, das ist das Gold. So, und dafür brenne ich sehr. Also neben dem, jeden einzelnen meiner Teilnehmer oder Klienten, egal ob in den Seminaren oder in den Ausbildungen oder in den Einzelsessions, also wirklich zum Leuchten zu bringen. So, das ist, da gehe ich echt mit den Leuten durchs dunkelste Dunkel, um sie wirklich ins Licht zu bringen. Ah, das hast du jetzt so schön beschrieben. Ich brenne übrigens mit dir mit, weil dafür brenne ich auch. Und ich glaube, dass das auch die Essenz ist oder wofür es sich dann auch wirklich lohnt, auf dieser Erde durch diese ganzen Disharmonien auch zu wandern und was wirklich dann auch die Ekstase der Befreiung ist. Und du hast das so schön gesagt, dass es wirklich auch darum geht, wirklich dieses Wohlbefinden oder das Wohle aller wieder mehr zu pflegen. Und das, was, wo ich nochmal einhaken möchte, du hast gesagt, wir sind nicht die Herrscher, sondern die Behüter oder die Bewahrer dieser Erde. Das ist wahrscheinlich auch nicht nur ein schamanischer Ansatz, also der kommt ja auch, oder den lehrt ja auch die geistige Welt. Wie praktizierst du den oder gibt es da vielleicht einen praktischen Tipp für unsere Zuhörer oder etwas, wo sie dem noch näher kommen können? Ich glaube, es gibt zwei Tipps. Der eine bezieht sich wirklich auf unsere Haltung. Mhm. Und die hat in der Hauptsache mit unserer inneren Wahrnehmung zu tun, weil wenn du dir vorstellst, wir wachsen ja eher auf in einer Kultur, die uns schnell als Opfer, also als Opfer unserer Lebensumstände erkennt, oder die uns vermittelt, dass wir die Opfer sind. Das ist so ein bisschen der Fokus, den wir in diesen westlichen Zivilisationen ja sehr gelegt haben, der durch die Medien total verstärkt wird, auch total verständlich, weil wir
evolutionsbiologisch ja immer noch so gepolt sind, dass unser System schnell auf Krisen anspringt, dass es total wichtig ist für unser Gehirn mitzukriegen, wenn irgendwo irgendwas nicht rund läuft. Das heißt, wir springen, wir kriegen diese sogenannten, ich glaube, Steel-Eyes nennt man das. Ne? So, wenn wir von irgendwelchen Katastrophen hören, da zieht unsere Aufmerksamkeit hin, weil das natürlich vor Urzeiten ja auch total wichtig war. Also es war super wichtig mitzukriegen, sind da irgendwie Banditen im Dorf, droht eine Krankheit auszubrechen, also damit wir uns selbst davor beschützen konnten. Und in der heutigen Zeit kriegen wir ja konstante, also werden wir konstant geflutet mit diesen Nachrichten. Und dann droht natürlich, dass wir uns viel schneller als hilflos erleben, als ohnmächtig dem gegenüber, als Opfer der Umstände. Und da fängt es schon an, weil wenn wir uns als Opfer erleben, dann können wir natürlich unsere eigene, also die Kraft, die wir eigentlich haben, Dinge zu beeinflussen, egal ob energetisch oder ganz praktisch, die können wir dann ja schon gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Weil sie, ne, die, also wir können sie nicht mehr wahrnehmen, weil wir irgendwie uns selbst in dieser geschwächten Position erleben und wir können sie dann auch nicht mehr einsetzen. Das heißt, eines der ersten Dinge von der Wahrnehmung her ist, dass wir uns erlauben zu erkennen, ach, warte mal, was wäre denn, wenn ich gar nicht das Opfer der Situation bin? Wie sehe ich mich dann? Welche Möglichkeiten habe ich dann zur Verfügung? Wie erscheint mir die Situation? Und da anders reingreifen zu können, aktiv sein zu können. Und dann das andere, ich glaube, das ist der Herzensschlüssel, um wirklich zum Wohle des Planeten zu agieren, ist das Mitgefühl. Ja. Also immer wieder zu gucken, wenn ich selbst in der Situation meines Gegenübers wäre. Und das finde ich dann auch egal, ob das Mensch ist oder Tier oder Insekt, also egal welches Lebewesen oder Baum oder Pflanze oder das Meer draus. Also wenn ich, wie würde ich mir wünschen, dass mit mir umgegangen wird? Also ganz leicht diesen Perspektiv, also immer wieder kurz Perspektivwechsel. Kurz gucken, ist das das, wie ich behandelt werden wollen würde? Ist das das, was ich für mich wirklich stimmig finde? Und ich habe mal einen Onkel oder kürzlich verstorbener Onkel von mir, total weiser Mensch, der also Philosoph, die Griechen, die Römer, unglaublich fit da drin. Und der, mit dem habe ich manchmal so Gespräche geführt über den Schamanismus, der dann im Vergleich zur Philosophie, und der dann sagte, ach, du lebst den Imperativ nach, den kategorischen Imperativ nach Kant. Ich so, warte, bring mich noch mal kurz auf Stand, was ist denn der kategorische Imperativ nach Kant? Naja, handle immer, also behandle die anderen immer so, wie du selbst behandelt werden willst. Und ich finde, das bringt diese Hüterschaft sehr auf den Punkt. Und die schamanischen Linien und in der Tat die geistige Welt bringt das ja auch total mit, da bin ich voll bei dir. Gehen ja auch von einer sehr weiblichen, also kommen von einer sehr weiblichen Theologie, wenn man das so nennen will. Also die Erde, ne, als unsere große Mutter, mit der wir in Harmonie leben müssen, weil es immer in Gegenseitigkeit passiert. Ja, ja. Genauso wie wir Freundschaften und Familienbeziehungen in Gegenseitigkeit gestalten, müssen wir auch die Beziehung zum Planeten und zu allen Lebewesen in Gegenseitigkeit gestalten. Genau, das ist klar. Also das sind, glaube ich, die zwei, also das sind erstmal so im ersten Impuls die zwei Dinge. Raus aus diesem Opferplatz, damit wir wirklich unsere Kräfte auch wahrnehmen und einsetzen können. Die Frage von, wie würde es aussehen, wenn ich niemals das Opfer wäre? Und das Mitgefühl in jeder Situation. Und das können wir ja in der kleinsten Alltagssituation, in der Kasse am Supermarkt, genauso wie in den großen Lebenssituationen, immer prüfen, wie ist das hier für die anderen? So. Ich finde das so schön. Danke für diese sehr, sehr wertvollen Tipps, weil sie uns vor allem auch wirklich in eine alltägliche spirituelle Praxis bringen. Das heißt, ich habe im Grunde genommen kostenlos ein ständiges Übungsfeld. Und wenn es mir gelingt, mich in den anderen hinein zu versetzen, dann haben wir auch wieder diese Einheit, dieses Einheitsempfinden und auch diese Schöpferkraft, die darin wieder aktiviert wird. Und ich weiß noch, wie ich meinen Kindern auch immer dieses gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Satz geht, aber das, was du willst, was dir nicht geschehe, füge keinem anderen zu. Und ich glaube, dass die Welt wirklich Mitgefühl benötigt und dass das sicher der Weg in den und zu den Frieden ist. Und auch dieses Herrschen und Bewahren oder Behüten, ich glaube, ich weiß nicht, ob du den Avatar-Film gesehen hast, doch ja, habe ich. Der hat mir das so
klar nochmal vermittelt, also die Erkenntnis von diesem Film, dass wenn wir nur herrschen wollen und aus Gier alles besitzen wollen und nicht diesen Bewahrerinstinkt, diese Hüterschaft nehmen, dann zerstören wir uns selbst. Und dieses Bild kommt mir gerade so, dass das einfach nochmal so aufgezeigt hat, dass wir wieder zurück dürfen in diese Bewahrungsenergie und Hüterschaft. Und du hast auch gesagt, dass es immer im Leben Entwicklungsgelegenheiten gibt, dass das Leben im Grunde genommen Tausende von Chancen hat. Wie lebst du das oder wie vermittelst du das? Das hängt so ein bisschen tatsächlich da dran und da sprichst du einen Punkt an, der mir ja immer total wichtig ist, dass wir, also wenn wir uns wirklich erlauben, uns jetzt nicht als Opfer von Situationen zu erleben, und das heißt nicht, dass die nicht krass sind. Das ist ja, also es heißt auch nicht, sich nicht als Opfer zu betrachten oder auch die anderen nicht als Opfer ihrer Geschichte oder ihrer Situation zu betrachten, heißt ja nicht, dass ich nicht anerkenne, wow, da braucht es echt Mitgefühl, das ist irgendwie echt eine harte Strecke. So, das heißt nicht, dass wir so eine Egalhaltung entwickeln oder so Schicksalsschläge einfach abtun, aber wenn ich mir erlaube, gleichzeitig dieses größere Bild aufrechtzuerhalten, also wenn ich mir annehme, ich bin nicht das Opfer dieser Situation. Ja, das passiert jetzt gerade, aber ich bin nicht das Opfer. Jetzt gucke ich mal, wie erscheint mir die Situation. Und was ist dann mit den Situationen, die uns eigentlich wie unglückliche Umstände erscheinen, wo wir dann denken würden, boah, damit will ich, das hätte ich mir niemals, das würde ich mir niemals freiwillig aussuchen, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Und wir haben das ja. Ich meine, wir alle haben das. Ich kenne aus meinen 20ern Strecken, hat es mein Leben komplett zerlegt. Und also mit Traumastress und jahrelang keinem Kontakt zu meiner Family und ganz vielen Dingen, Job, Gesundheit, die so weggebrochen sind. Und manchmal kommt es so doll, aber auch eine dieser Situationen, egal ob Trennung oder irgendein Verlust, es verschwindet ein uns wichtiger Mensch, wir verlieren unseren Job oder wir kriegen eine schwere Erkrankung. Es gibt ja wirklich viele, oder jetzt gerade auf dem Planeten, auch bei uns in Europa nochmal doll zu sehen, ne? Es bricht ein Krieg aus. Also es gibt eine Menge wirklich herausfordernder, schwerwiegender Situationen. Und wenn ich jetzt aber nicht davon ausgehe, dass ich das Opfer bin, dann, was ist dann mit diesen Situationen? Und das, was die schamanischen Traditionen uns lehren, und das ist das, was ich total, also für sehr, sehr wahr halte, ist, dass wir kommen hierher und gehen durch eine Entwicklungsreise mit der Absicht, und die bezieht sich nicht nur auf eine Lebensspanne, sondern die geht in Wahrheit über eine viel größere Strecke von, über unzählige Inkarnationen, das heißt Lebensspannen, über einen ganz langen Bogen. Unser Leben hier ist wie so ein Mini-Ausschnitt aus einem eigentlich viel größeren Film. Und wir gehen auf diese Reise, weil wir uns wirklich entwickeln wollen. Also das heißt, wir wollen Kräfte freilegen in uns, wir wollen Potenziale freilegen, Qualitäten, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir sie überhaupt haben. Und wir wollen am Ende des Tages, wenn ich jetzt mal so über so eine Seelenevolution spreche, mehr und mehr erkennen, wer und was wir wirklich sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Leben ist so ein paradiesischer Zustand, immer nett und easy, bei mir war da ganz viel Strand und Sonne mit beteiligt, also so ein ganz paradiesischer Zustand, aber ohne dass groß was passiert, dann kommen wir nicht in die Situation, dass wir unsere Kräfte freilegen, Qualitäten, von denen wir vielleicht noch nicht mal wissen, dass die in uns existieren. Ja. Und die schamanischen Traditionen lehren, dass wir uns dann so Herausforderungen auf den Weg legen. Also wie so Felsbrocken, wie ein Felsbrocken, den du dir in den Weg legst, und dann musst du da irgendwie drüber. Und du musst irgendeinen Weg finden, da drüber zu kommen und irgendwann, oder den aus dem Weg zu räumen. Und dann ist dieser Brocken irgendwann Geschichte, aber du hast diese Kraft, die du dafür gebraucht hast, oder diese Qualität in dir frei und weißt auf einmal, ah, das bin ich auch. Ja. Und das heißt, wenn wir uns erlauben, wenn wir in so einer Herausforderung stecken, wirklich zu gucken, ey, wenn ich das hier genauso beabsichtigt hätte, und natürlich ist das krass, weil das der letzte Gedanke ist, den man im ersten Moment wollen wir das loswerden. Ja, ja, ja. Aber wenn wir uns dann trauen und fragen, okay, wenn ich das hier genauso beabsichtigt hätte, diese Erkrankung oder diese Trennung oder diese Situation, was auch immer sie ist, wozu, was ist hier für mich die Möglichkeit drin? Ja. Das ist was unser Leben auch was unser Leben einfach total verändern kann, weil wir einen ganz anderen Blickwinkel kriegen. Und jetzt stell dir mal vor,
wir werden dann natürlich auch, wir haben jetzt schon mehr Kräfte frei, wir erleben uns weniger als Opfer, wir können auch in den Situationen, natürlich können wir gestalten. Also eine Krankheit zum Beispiel oder irgendeine schwere Situation als Entwicklungsgelegenheit zu betrachten, heißt ja nicht, ah ja, okay, das habe ich mir wohl so ausgesucht oder geschweige denn bei jemand anders. Ne? Das ist ja, das macht mich wahnsinnig, mich wenn Leute auf spirituellen Pfaden sagen, ah, das hast du dir jetzt halt so ausgesucht. Ne? Nee, ja. Also ja, haben wir wahrscheinlich, aber gleichzeitig heißt das ja nicht, ich muss jetzt alles passiv über mich ergehen lassen, es ist alles okay, sondern natürlich gestalten wir mit. Natürlich sind wir hier und bleiben aktiv und natürlich dürfen wir uns für unsere Wünsche einsetzen oder unseren Impulsen folgen, das, was wir für richtig halten. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel auf irgendwelche Kriegsausbrüche gucke, da habe ich da natürlich eine Haltung zu. Ja. Und kann ich gleichzeitig dann für das eintreten, was ich für richtig halte, und gleichzeitig auf einer größeren Ebene gucken, hey, warte mal, wozu passiert das hier? Was ist meine Möglichkeit, entweder wenn es mir passiert oder als Gesellschaft, was ist unsere Möglichkeit hier? Also nicht passiv werden, aber gleichzeitig die Entwicklungsgelegenheit nicht verpassen. Und das kennen wir ja auch. Also wenn wir irgendwie gar nicht gucken, ey, wozu passiert das hier, dann kommt es einfach immer wieder. Dann sind es jetzt vielleicht keine Rückenschmerzen mehr, sondern Kopfschmerzen oder es sind andere Personen beteiligt oder es ist ein anderer Wohnort. Aber in Wahrheit, dann kriegen wir den Felsbrocken einfach wieder und wieder vor die Nase, bis wir es checken. So, genau. Der ist so schön und ich bin da auch bei dir, dass es nicht darum geht, Fatalismus zu betreiben und einfach dann mit klugen Sprüchen daherzugehen, sondern dass da immer das Mitgefühl mit drinnen liegt. Und ich glaube, dass jede Entwicklung uns ja von einer Verwicklung wieder rausführt und vor allem die Kapazitäten freisetzt. Und was ich mir angeeignet habe, ist einfach, dass ich, indem ich das Gute auch im Menschen sehe, egal in welcher Lebenssituation er ist, kann ich das Gute auch in mir sehen und vor allem aktiviere ich die Schöpferkraft im anderen mit. Denn indem ich das Schlechte sehe, aktiviere ich ja die Opferrolle mit. Und obwohl es ja gar nicht um gut oder schlecht geht, das ist jetzt nur ein Beispiel eines Verständnisfeldes, doch ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir endlich anerkennen, wer wir sind und dass wir das, was in unserem Leben jetzt da ist, auch die Fähigkeit haben, mit dem weiterzugehen. Doch wie du gesagt hast, was machen wir? Tür schnell zu, raus und das Klopfen ignorieren, das Klingel ignorieren, vielleicht auch das Einbrechen ignorieren und denken, irgendwann wird es schon besser werden. Und das finde ich auch, oder wie ich dich kennengelernt habe, so wertvoll, dass du wirklich auch bereit bist, mit den Menschen in die Tiefe zu gehen und zu erkennen, in der Tiefe liegt im Grunde genommen das Gold des Lebens. Und da liegt die Heilung und da liegt im Grunde genommen auch das Licht. Das Licht liegt nicht irgendwo außerhalb von uns. Naja, ich würde es ergänzen, also sehr, sehr, würde ich total zustimmen. Und ich würde eine Sache ergänzen wollen, weil ich bin auch total der Ansicht, wir haben, wenn so Situationen kommen, ist das eigentlich wie so ein Strudel, der uns in eine Richtung zieht, wie nach unten zieht. Und das, was wir meistens erstmal instinktiv machen, ist, wir versuchen uns nach oben wieder hochzustrampeln. Aber eigentlich zieht uns das Leben bis zu diesem Kern durch. Und wenn wir uns einfach runtertragen lassen würden, und ich weiß, dass das manchmal leichter gesagt als getan ist, aber dann wartet da unten häufig das, worum es wirklich geht. Und ich würde gar nicht sagen, dass da im Dunkeln dann das Licht wartet, sondern ich würde denken, das, was da passiert ist, wir erkennen das Licht, was sowieso schon da ist. Weil was ist das? Ich habe, wenn du durch meine Augen guckst, dann habe ich von uns als Menschheit ganz oft so ein Bild von, wir stehen mit geschlossenen Augen in einem erleuchteten Raum. Wir leuchten übrigens auch. Also so, wir sind leuchtende Facetten eines großen Daseins. Und wir stehen mit geschlossenen Augen in einem leuchtenden Raum, um uns herum ist nur Licht und dann stehen wir da mit geschlossenen Augen und sagen, boah, es ist dunkel hier. Und deswegen auch dieser Platz von, worum geht es denn, wenn wir erwachen wollen, also wacher werden wollen, mehr und mehr erkennen, was ist wirklich da. Wir kreieren nichts neu, wir öffnen nur unsere Augen, mehr und mehr unser inneres Sehen oder ich nenne es jetzt mal unsere innere Wahrnehmung, für das, was immer da war. Und ziehen diese Illusion weg, dass es überhaupt irgendwas Dunkles gibt, auch wenn es hier auf dieser praktischen Ebene sehr so aussieht. Also es ist gar nicht so, dass wir erst das Dunkel dann wieder kreieren müssen, sondern wir müssen da wieder hinkommen, das wahrzunehmen. Ja. Ich habe das, wenn ich Einzelsessions mache, dann habe ich das so oft, dass Menschen irgendwie mit einem Thema kommen, mit dem sie am liebsten, dass sie am liebsten sofort loswerden möchten. Und
Und dann kommt auf einmal dieser, durch die Arbeit, das, was wir tun, kommt dieser Wahrnehmungsshift rein. Und auf einmal gibt es die Erkenntnis, dass da ein unglaublich leuchtender Platz ist, eine leuchtende Möglichkeit. Und dann gehen die nicht und denken, na, jetzt bin ich's los, sondern sie gehen und denken, ach krass. Also auf einmal ist es, sind wir wirklich im Einklang mit den Sachen. Und dann, und das ist der Moment, wo, ich nenne das mal the magic happens, also wo die Wunder passieren sozusagen, weil wenn unsere Beziehung zu dem sich verändert hat, dann gibt es auch zum einen keinen Grund mehr, dass das so hartnäckig da bleibt, weil wir haben dann gecheckt, worum ging es wirklich. Dann können sich Dinge einfach auch wieder aus der Form lösen. Aber dann ist es tatsächlich auch der Moment, wo es fast egal ist. So, genau. Ja. Das, also die Ergänzung von, ne, das war mein Moment von, genau, da unten, wenn wir durchdringen am Kern, wartet das Licht, aber in Wahrheit wartet ist, eigentlich, dass unsere Augen weiter aufgehen. Genau, so. Im Grunde genommen ist ja eh alles, alles eins, doch ich glaube, dass alles, was wir loslassen wollen, auch wieder Schatten erzeugt. Und das ist unser eigener Schatten. Ja. Und deshalb, genau, glaube ich, geht's gar nicht mehr darum, oh Gott, ich muss das jetzt wieder loswerden, sondern nee, okay, du bist da, okay. Auch wenn ich dich jetzt nicht, noch nicht willkommen heißen kann, vertraue ich darauf, dass du mir etwas mitbringst. Und ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, dann hört der Lebenskampf auf. Wir kämpfen immer so gegen uns. Und was ich so entdeckt habe, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich so auch dieses Aufhören, sich einzumischen. Wenn das Ego und die Persönlichkeit glaubt, sie weiß es besser als das Leben oder als wirklich, wie du sagst, die Schamanin, als dieser große Film selbst. Die Regie wurde lang schon geschrieben. Und im Grunde genommen, wenn wir Menschen wieder einsichtig werden können oder aufhören, wirklich zu sagen, okay, nein, nein, das muss jetzt aufhören, das darf nur einen Tag dauern, vielleicht nur eine Stunde oder so und so verlaufen, dann, glaube ich, würden wir viele, viele Thematiken aus dem Weg räumen. Ich glaube, dieses Hingeben ist mir so ein heiliges Wort geworden. Dieses ich gebe mich, also ich nehme es an und ich gebe mich dem hin. Da ist ja auch wieder dieses Geben drinnen. Ich denke mir so, die deutsche Sprache hat so viele Genialitäten in sich, mit denen wir spielen können. Doch Schamanismus hat das auch was mit Hingeben, mit Verbindung zu tun, mit dieser Einheit, mit diesem Metaphern? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also in Wahrheit, ich nehme mal das in Wahrheit weg, in meinen Augen ist der Schamanismus eine Form dieser spirituellen Lehren. Und das finden wir ja immer in der Spiritualität. Ne? Da brauche ich dir ja gar nichts, also erzähle ich dir ja gar nichts Neues. Der Platz von Hingabe, der ist für mich und auch in den schamanischen Linien so verknüpft mit diesem bedingungslosen Vertrauen. Also vertraue ich mich wirklich dem Leben an. Und ich meine, jetzt sind wir ja, wir sind einfach anders konditioniert. Das ist auch alles total verständlich. Ne? Wir lernen unser Verstand und auch diese Ego-Strukturen. Ich meine, unser Ego ist ja kein von uns getrenntes Wesen, aber dieser Zustand in uns ist ja, da geht es ja in der Hauptsache darum, dass wir hier, und dafür ist das Ego ja auch, sind diese Ego-Strukturen unfassbar hilfreich, dass wir uns hier als dieses scheinbare Individuum wirklich gut in der Welt bewegen können. Dass wir unser Überleben sichern können, unsere Funktionstüchtigkeit sichern können. Und dass unser Verstand dann denkt, ja, okay, dann hätte ich es aber gerne so, und das sind übrigens meine Erwartungen, und dafür brauche, also, dass unser Verstand dann so eine eigene Idee hat, was jetzt am besten passieren sollte, finde ich ja total logisch. Aber gleichzeitig müssen wir, und gerade wenn wir so spirituelle Pfade gehen, halte ich das auch für total unvermeidlich, müssen wir mehr und mehr an diesen Platz kommen, dem Leben wirklich zu vertrauen. Also, und das nicht als, ah ja, okay, das Leben hat mir jetzt dreimal bewiesen, dass es auf meiner Seite ist, dann kann ich ja jetzt vertrauen. Das hat für mich mit Vertrauen nichts zu tun. Das ist so, ah ja, okay, es ist eh schon alles gut, also dann mache ich das jetzt mal. Sondern wirklich dieser Vertrauensvorschuss, diese Entscheidung vorab. Ich entscheide mich, davon auszugehen, dass das Leben es am besten weiß. Das ist diesem größeren Schöpfer, Schöpferin anzuvertrauen. Und damit einhergehend davon auszugehen, dass ich in jedem Moment, zu jeder Zeit
immer am richtigen Ort bin, mit allem, was gerade meine Umstände sind, innen wie außen. Ne, dass es keinen besseren Ort für mich gäbe, als gerade genau hier in genau dieser Form. Und dann gibt es, also das heißt aber auch, wir müssen die Erwartungen loslassen, was passiert. So. Das ist mit Sicherheit ein großer spiritueller Entwicklungsschritt, dass wir die Erwartungen daran, wie die anderen uns behandeln sollten, wie das Leben uns behandeln sollte, wenn wir das wirklich loslassen, dann sind wir in dieser Bedingungslosigkeit. Und in meinen Augen ist das auch der Platz, wo wir wirklich verfügbar sind für das Leben, weil wir dann keine Gegenwehr entwickeln müssen. Das heißt immer noch nicht Passivität. Ich würde dann immer noch aktiv die Dinge so gestalten, wie ich sie fühle, aber ich bin gleichzeitig einverstanden damit, dass die Dinge so passieren und hänge nicht an irgendeinem bestimmten Ergebnis oder einer bestimmten Form. Also ja, und das ist Hingabe, ne? Das ist genau das, was du beschreibst mit dem Wort sich hingeben. Diese totale Verfügbarkeit für das Leben, um wirklich den Platz, wo ich gerade sein soll, wieder einzunehmen. Ja. So. Aber das hast du jetzt so schön gesagt und ich kann es aus meinem eigenen Leben bestätigen, dass ich Zeiten hatte, wo ich kein Vertrauen hatte und dass ich jetzt so ein Urvertrauen habe und auch ob ich reise oder egal wo ich bin, doch das ist eine Haltung. Und ich habe bemerkt, dass ich das habe, wenn ich aufgehört habe, darüber zu sprechen. Das ist passiert. Irgendwann wusste ich, ich habe so Vertrauen, ich habe eine Gelassenheit auch gegenüber Dingen, ob ich jetzt reise, ob ich jetzt ein Buch schreibe. Das, was manchmal noch eine Herausforderung ist, dann dieser Einfluss vom Außen, wenn das Umfeld es nicht aushält. Wie? Jetzt ist es immer noch so. Oder da bist du immer noch nicht fertig. Doch ich glaube, wenn wir wirklich uns auch von dieser Erwartung der anderen lösen, es gibt für mich kein herrlicheres Empfinden, als dieses Urvertrauen zu pflegen und zu hegen, weil es einfach so viel Wundervolles mit sich bringt. Und ich weiß, bei meinem Anruf beantwortet ist, ich bin gerade am schönsten Ort der Welt und alle fragen, wo ist das? Dann sage ich immer da, wo ich bin. Wie cool. Und im Grunde genommen ist das am Anfang vielleicht so ein Satz, doch irgendwann verkörpert er sich. Und ich glaube, dass es in der Spiritualität, egal ob es Schamanismus oder geistige Welt oder was auch immer ist, darum geht, dass wir es wirklich begreifen. Dass wir irgendwann von diesem Verständnis und der Theorie, von dem Verstand, wirklich tiefer gehen ins Empfinden. Und jetzt kennst du das wie von Vicky, jetzt habe ich es. Und das sind auch so Momente, jetzt habe ich es begriffen. Und da ist manchmal ein jahrelanger Weg dazwischen. Und dafür lohnt es sich, diese Innenarbeit zu machen, diese Stufen immer wieder mal runterzugehen, um zu erkennen, dass es da unten nicht so ist, wie ich befürchtet habe oder wie mir erzählt wurde. Und das finde ich so dieses Schöne und vor allem Erfüllende an diesem ganzen Wirken und an dieser ganzen Arbeit mit an sich selbst und auch mit dem ganzen Kollektiv. Total, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, natürlich haben wir das, ne, in dieser Kultur, dass es auch, also dass das noch nicht das Mehrheitsdenken ist. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass, also zwei Aspekte dazu, wenn wir zum Beispiel schon in dieser Haltung sitzen und jemand anders sitzt noch nicht in dieser Haltung und fragt sich dann eher, ey, wieso nennst du das jetzt schönster Ort der Welt? Ich meine, ne, wenn wir wirklich von diesem bedingungslosen Vertrauen sprechen, dann heißt das ja auch, es kann sein, ich bin gerade inmitten von einem Migräneanfall und sage, also da dann zu sagen, ist der schönste Ort der Welt, ist dann auch ein Kunststück und stimmt natürlich auch, also natürlich gibt es einen Teil von uns, der gerne, also natürlich sind wir häufig cooler drauf, wenn wir keine Schmerzen haben oder nicht gerade durch irgendeinen schweren Beziehungskonflikt gegangen sind oder was auch immer, aber das ist wirklich, also wenn wir das in jedem Moment tun können, ne, dass egal wie gerade die Umstände sind, wir vollkommen einverstanden sind und wissen, ich bin genau am richtigen Ort und dann gucken, und wozu bin ich dann hier und was ist dann, ne, wozu genau in diesem Moment mit diesen innerlichen und äußeren Umständen an diesem Platz, das ist das, was dann durch dieses Vertrauen auch möglich wird. Und wenn es jetzt Menschen gibt, und das ist noch nicht das Mehrheitsdenken, das muss es vielleicht auch gar nicht werden. Also ich weiß gar nicht, ob das die Idee ist, dass alle irgendwie dahin kommen. Ich glaube, wir haben hier als Facetten des einen großen auch unterschiedliche Plätze, die wir besetzen. Und gleichzeitig
ist meine Wahrnehmung, wenn wir merken, boah, da sind jetzt, mir begegnen jetzt 5 Leute, die sagen, was machst du denn da oder wie denkst du denn, dass er irgendwie weird, dann, und wenn es mich nicht anfasst, ist es auch nicht mein Thema, dann nicke ich das ab und sage, alles klar. Aber wenn es mich wirklich packt, dass ich denke, ja, vielleicht haben die recht oder warum sagen die das immer, also dann merke ich, wenn es doch irgendeine Ladung in mir gibt, dann gibt es ja meist, dann ist der Pfeil gelandet in irgendeiner kleinen, einem kleinen Splitter, ja, der noch in unserer Haut sitzt. Und das, finde ich, ist immer auch die Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt gehe ich dem mal auf den Grund, wo gibt es denn noch den Teil in mir, der da vielleicht auch noch dran zweifelt oder der gerade anders denkt oder wo ich das doch nicht so geil finde, gerade irgendwie diese Erkrankung zu haben oder durch diese Situation zu gehen. Und dann, und das ist ja zum Beispiel so ein essentieller Teil dieser schamanischen Medizin, da einmal durchzutauchen, weil ich finde, das eine ist, dass wir diese Dinge lernen können oder allmählich begreifen können, so ein Verständnis entwickeln. Und das kommt ja auch in meine Erfahrung, es kommt immer so peu à peu. Wir haben so einen Erkenntnismoment, ja, und dann satteln sich noch weitere Erkenntnismomente drauf und irgendwann wird es zu unserer Realität. So irgendwann wissen wir, ah ja, das ist das, was ich für wahr halte und das ist das, wie es durch meine Augen erscheint. Gleichzeitig gibt es ja in uns auch so alte Blockaden, Verwundungen, die kommen manchmal aus unserer genetischen Linie, die kommen manchmal aus unseren früheren Lebensspannen, die kommen manchmal aus dem Kollektiv. Aber wir haben ja Verwundungen und Speicherungen in uns, die sagen, nee, das auf keinen Fall ist das hier der richtige Ort, auf keinen Fall bin ich hier safe, auf keinen Fall kann ich vertrauen. Oder ne, ich könnte jetzt eine Million, wir könnten jetzt wahrscheinlich eine Million, ja, Sätze bilden. Ja. Und dann braucht es in meinen Augen so doll zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich um das, was mir da in den Weg gerät. Mhm. Also, ne, das, hier ist meine Möglichkeit und dann gibt es Dinge, die kommen einfach, die sitzen noch dazwischen, die sitzen im Weg und die wirklich wieder zu erlösen, ne, das befeuert unsere Reise dann nochmal richtig. Total. So, weil das, manchmal sappeln wir so Dinge obendrauf und wir haben dann so ein Verständnis von, ja genau, das wäre jetzt das Richtige zu tun oder zu denken oder das wäre jetzt die eigentlich angestrebte Form, aber in unserem Untergrund, in, ja, unserem eigenen Energiefluss gibt es da und Unterbewusstsein gibt es noch Blockaden, die da drin sitzen, die dann anfangen zu schreien, auf keinen Fall. Und wenn wir da rankommen und das erlösen, sodass es dann wirklich auch wahr wird. Und ich glaube, es gibt eh nicht den perfekten Zustand. Nee. Also es gibt ja Menschen, die so eine Idee haben von, und ich bin da, ich kenne das von mir auch. Ich hatte in meinem, also Anfang 20er hatte ich, als ich so mehr in diese spirituellen Pfade wieder reingegangen bin, Schamanismus habe ich erstmal ganz lange vermieden, aber als ich dann, ne, irgendwann wurde ich ja mit der Nase sozusagen oder zum Haken da reingezogen, aber ich habe auch die Idee gehabt, ich weiß, ich kann mich erinnern an einen meiner spirituellen Lehrer, der einmal ausfiel wegen einer Erkrankung, irgendwelchen Beschwerden. Und ich dann dachte, hä, aber warte mal, der ist doch schon so weit, das kann doch nicht irgendwie. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also uns kann zu jeder Zeit im Leben in diesem konstanten Entwicklungs- und Ausdehnungs- und Erfahrungsprozess und in dem, dass wir uns ja auch immer für Erfahrungsräume bereitstellen, es kann immer alles passieren. Es gibt nicht den Moment, glaube ich, ich bin total neugierig, was du dazu gleich sagst, es gibt nicht diesen Moment von, wenn ich dann weit genug entwickelt bin, dann passiert nichts mehr. Dann habe ich das perfekte Leben. Also, was ich glaube, ist, wir haben insofern dann das perfekte Leben, dass alles unvollkommen und vollkommene, also in unseren Augen gleichermaßen perfekt erscheint und dass es diesen inneren Frieden gibt und dieses totale Einverständnis mit allem. Und das ist natürlich dann das, was wir den, einen besseren Ort gibt's nicht, ja, so. Aber im Außen, das perfekte Leben im Außen, ich habe nie wieder körperliche Beschwerden und meine Beziehungen sind alle perfekt und ich habe das schönste Wohnhaus der Welt und irgendwie so, das gibt's nicht. Ja. Das ist, und das ist ja, ich glaube, dass wir insgeheim oft damit starten, dass wir denken, also ich glaube, jeder von uns startet auf spirituelle, genau, Pfade in so einem Impuls, dass irgendwas besser werden soll. Ja. Oder irgendwas ruft nach so Veränderung. Und da müssen dann, genau, da gibt es manchmal die Gefahr, dass wir denken, ja, ja, wenn ich nur weit genug bin, dann passiert mir nichts mehr. Ich glaube, das gibt's nicht. Was meinst du? Also, danke, dass du das ansprichst. Das ist eines meiner Lebensthemen, wo ich manchmal denke, ich bin auch dafür da, da Aufklärung zu betreiben. Ich dachte genauso wie du, vor allem war ich auch manchmal anmaßend, auch gegenüber anderen dann, wo ich dachte, ich weiß eh noch, was die zu lernen haben oder was auch immer. Und da hat das Leben mich aber wirklich auch durchgeschüttelt und in eine schöne Neutralität geführt. Und ich glaube,
das ist gar nicht, perfekt muss es sowieso nicht sein, sondern es ist, wie es ist. Punkt. Ja. Punkt. Kein Beistrich, kein sonst was. Und dieses Einverstanden mit sein mit allem, was ist, das ist auch etwas, wofür ich lebe oder wofür ich mich einfach auch weiterführe oder lehre. Und ich glaube, ich wünschte mir manchmal, dass große Lehrer das anders kommuniziert hätten. Ich weiß noch, wenn Jane Ruland verstorben ist, da war ich irgendwie geschockt zum einen und zum anderen fand ich es für mich persönlich traurig, dass es nicht kommuniziert wurde, was war. Weil es uns so viele Glaubensmuster einfach auch erlöst hätte. Ein spiritueller Meister, der mit Engel arbeitet, wird nicht krank. Oder das projizieren Menschen auch auf uns. Lehrer haben keine Bickeln oder was auch immer. Also da geht es bis ins kleinste Detail. Oder die hat keine Kopfschmerzen. Oder der wird eh alles, die geistige Welt lösen. Die braucht eh nichts zu machen. Im Gegenteil. Und du hast das so schön gesagt, diese Erfahrungsverfügbarkeit. Und ich glaube, wenn wir aufhören, die Erfahrungen zu bewerten, die ist gut und die ist schlecht, dann beginnen wir, Heilung zu erfahren. Und deshalb bin ich da wirklich fast allergisch gegen dieses, ach. Und bei Corona war das auch, ich habe auch Corona oder ich habe halt diese Grippe gehabt und da hat auch eine Frau gesagt, wie, du hast die? Und ich habe gesagt, das ist das Beste, was mir passiert ist. Danach haben sich so viele Türen geöffnet. Also so viele Türen und natürlich mittendrin dachte ich mir auch, oh Gott und so weiter. Doch ich glaube, ich bin einverstanden mit allem, was ist. Punkt. Ich habe mir angeeignet, Punkte zu setzen, weil das hat so was Verständnisvolles auch für unser inneres Kind. So, es genügt jetzt. Und ich glaube, ich glaube, manchmal wählen wir diesen spirituellen Weg oder bei mir jetzt die geistige Welt, vielleicht auch manchmal in Schamanismus, um von dieser Erde zu flüchten. Ich beame mich in eine Engelswelt, da ist alles gut, da ist alles lichtvoll, da ist alles super und ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Deshalb finde ich es so super, dass du Psychotherapeutin bist. Ich überlege mir selbst noch, ob ich irgendwann vielleicht studieren gehe, weil mich das immer schon interessiert hat, weil dieses Hintergrund so wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir uns traumatisiert oder wenn wir traumatisiert sind, flüchten wir. Und die spirituelle Welt ist ein wunderbarer Fluchtort für viele, doch es ist kein Fluchtort. Ja. Und das, glaube ich, ist manchmal genau so. Genau bei dir. Da bin ich so bei dir, weil diese Möglichkeit von, ich nehme Spiritualität als Fluchtversuch im Sinne von, hier ist meine Insel, genau wie du gesagt hast, hier ist alles gut und ich nenne das manchmal in meinen Ausbildungen, also ich bilde ja Shamanic Practitioner aus und in der Ausbildung nenne ich das manchmal spirituellen Leichen am Wegesrand. Ja. Spirituellen Leichen am Wegesrand. Weil, also, das macht mich verrückt. Ja. Das macht mich nicht verrückt, das ist auch okay, aber wenn du mich jetzt nach einer Haltung fragst, ne, genau wie du sagst, ich glaube nicht, dass Spiritualität dafür da ist, dass wir weniger hier sind, sondern am Ende des Tages dient egal welche spirituellen Pfade wir beschreiten und das, was sich da uns an Erkenntnis eröffnet und an Selbsterkenntnis, dient immer dem, dass wir hier noch präsenter sind, dass wir mehr, also noch anwesender sind, mehr da sind und nicht weniger. Und ich verstehe die Verführung. Total. Genau wie, also aus dem, ne, es gibt Traumata, es gibt Verwundungen, es gibt, wenn wir uns, also wenn ich mir unsere Inkarnationsketten angucke, dann sind die einfach, dann gibt es auf der Strecke, es gibt viele leuchtende Momente und es gibt unzählige Konditionierungen, Speicherungen, Verwundungen, die eine Menge Grund geben würden, um lieber ein bisschen hier Abstand zu nehmen, um lieber wieder zu verschwinden. Und dafür sind wir aber nicht hier. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Fan von, ich benutze Spiritualität, um weniger hier zu sein. Ich verstehe, wenn das manchmal für uns der Start ist. Total menschlich. Ja. Aber eigentlich geht es darum, dass wir mehr hier sind. Und bewusster. Ja. Vor allem bewusst da sind. Und immer so mit einem übergeordneten Sinn. Und das macht es ja leichter. Das andere macht es komplizierter. Ich kenne das ja auch, dass ich mich überhaupt nicht mehr ausgekannt habe. Und natürlich ist das Leben nicht immer, oder Leichtigkeit, wir haben ja, glaube ich, so eine ganz, also eine ganz Disbalance in den Begrifflichkeiten. Weil Leichtigkeit bedeutet für mich nicht,
dass etwas, dass alles leicht sein muss, sondern für mich bedeutet Leichtigkeit, dass ich einen leichten Umgang finde mit dem, was ist. Und da fängt es ja schon an, die Definitionskonflikte oder Widersprüchlichkeiten. Wir haben ja alle eine andere Verbindung dazu. Doch ja. Ich glaube, Spiritualität ist für mich einfach wirklich angebunden zu sein. Im Grunde genommen mit den ganzen Elementen, mit unseren fünf Körpern, den fünf Elementen und mit dem, was das Leben einfach uns anbietet. Ja, genau, also mit so einer Wachheit und Bewusstheit zu gehen, ne? Und immer wieder auch mit dem, ich glaube schon, dass wenn wir auf so spirituellen Pfaden sind, dass es uns auch antreibt, so einen tieferen Sinn zu finden. Ja. Und das ist ja in Wahrheit das, je mehr und mehr wir erwachen oder wacher werden, desto mehr erkennen wir ja auch wer, also desto mehr kommt dieser Platz von, ach, ich bin gar nicht hier dieses isolierte kleine Wesen oder dieser Körper, sondern ich erkenne mich dann ja mehr und mehr als der, als Teil des Ozeans und nicht als dieser kleine Tropfen, als ich bin ein größeres spirituelles oder ne, größeres Wesen, das sich hier als diese eine Facette verkörpert. Oder ich finde es noch, also in der Legende, in der Inka-Tradition, in der ich kurz einen Satz eingeschoben, in dieser Ausbildung zum Shamanic Practitioner gehen wir ja durch die Reise durch das schamanische Medizinrad, aufgebaut auf der Tradition der Inka aus den schamanischen, aus den peruanischen Anden. Das ist die schamanische Tradition, in der ich neben dem Dschungelschamanismus viel gelernt habe. Und da gibt es die Legende, dass der große Geist sich damals noch formlos, also der eine Form, das eine Formlose, der eine formlose große Geist, egal ob wir den jetzt Gott, Göttin, Allah oder welchen Namen wir dem geben, Quelle, das eine, wurscht. Also in meinen Worten jetzt der große Geist wollte sich selbst begegnen, wollte sich selbst erleben und hat sich dazu in Millionen, Milliarden Facetten aufgespalten. Du bist eine davon, ich bin eine davon, die Pflanze hinter mir ist eine davon. So alle Lebewesen sind eine Facette dieses einen Großen. Ne? Und wir haben ja, wenn wir das erkennen würden, oder wenn wir das wirklich wieder erkennen, dass wir niemals außerhalb dieses Netzes sein können, dass wir niemals dieser isolierte Tropfen sind, sondern immer ununterbrochen Teil des Ozeans, dann das würde so viel verändern. Weil wir halt so doll, ich finde, wir haben als Menschheit diese Krankheit, dass, und das ist natürlich auch Teil, weil wir, unser Körper das macht. Also weil unser Körper uns so ein Bild gibt von, wir wären so ein von den anderen isoliertes Wesen. Aber diese Idee von, wir müssten alleine für unsere Existenz sorgen, ohne Unterstützung. Ich meine, du bist ja genau in dem Feld, ne, in dieser Kommunikation mit der geistigen Welt, die so viel, sobald wir sie reinrufen, sobald wir die Erlaubnis geben, sobald wir uns dieser Beziehung gewahr sind, die so viel Unterstützung bereithält. Total. Und in Wahrheit ja aber auch zu wissen, ich bin gebettet in diesem Netz, so, also auch von allem. Und nicht, ich bin hier alleine auf dieser Welt und ich muss alleine für meine Existenz sorgen, dieses Tropfens. Ja. Das ist wirklich unsere größte, ich glaube, das ist unsere größte Ursprungswunde, diese Idee, diese Illusion dieser Trennung. Wir springen hier in diese Form und auf einmal haben wir das Gefühl, wir werden was Isoliertes, was sich unglaublich anstrengen muss für unser Dasein. Da bin ich auch so bei dir. Danke nochmal für dieses Bild und auch dieses, ich glaube, das ist, also für mich ist das Heimat. Doch, und das glaube ich, deshalb glaube ich, leiden wir so, weil wir so heimatlos sind. Weil wir einfach die Erinnerung in uns tragen, durch die ist einfach zugeschüttet worden. Und deshalb begeben wir uns ja, die meisten von uns, wieder auf diese Suche. Und egal, ob es die geistige Welt oder Quelle oder der große Geist heißt, was ich auch erlebe, die letzten Zeiten wieder häufiger, dass Menschen schon sehr begonnen haben, diesen spirituellen Weg zu gehen. Doch dann sind einige Dinge passiert, körperlich, die sie einfach sehr gelähmt haben und die dann wieder sehr mit der geistigen Welt abgebrochen haben. Und das ist ja auch eine Geschichte, die sich wieder wiederholt. Das war ja auch vor Tausenden von Jahren auch manchmal so, dass wir so enttäuscht wurden. Doch manchmal denke ich mir, da haben wir einfach wieder vergessen, dass wir ja auch ein Teil der geistigen Welt sind. Naja, und doch weil wir da auch, da kommen genau, wie du es vorhin schon gesagt hast, diese Erwartungen wieder rein, ne? Dass ich dann denke, okay, geistige Welt, jetzt macht mal bitte genau das. Und ich habe ja über die
über viele Jahre mit Ayahuasca, also ja, unglaublich viel im Amazonasdschungel und mit der Pflanzenmedizin gearbeitet. Ja. Und wenn ich, ja, also Ayahuasca ist ja eine Pflanzenmedizin, die, die einerseits eine starke Reinigung in Gang setzt, aber andererseits ja auch unsere Vision oder unsere Seelen öffnet. Und das, was ich zum Beispiel meinen Schülern dann immer mitgegeben habe hinterher, ist, wir können eine Absicht setzen. Also ich habe eine Absicht. Ich habe, egal ob eine kleine, ganz konkrete oder so eine große Lebensfrage, auf die ich antworten will, oder einen großen nächsten Schritt oder spirituelle Entwicklung, was auch immer. Aber wir können diese Absicht setzen und danach müssen wir loslassen. Also wir müssen der Pflanzenmedizin und den Kräften, allen unterstützenden Kräften überlassen, wie sie uns dahin bringen. Das heißt, wir wissen, ich bin jetzt bei A und ich möchte gern nach B, aber wie ich dahin komme, das muss ich vollkommen, mein Verstand hat eine Idee, kürzeste Strecke A nach B, oder ich muss bestimmt genau hier lang, aber das kann unter Umständen überhaupt nicht das sein, was bei uns auf der Reise gebracht wird. Und was ich finde, was ich so unfassbar doll mit Ayahuasca gelernt habe über die Jahrzehnte, ist dieser Platz von, okay, ich habe eine Idee, wo es hingeht, aber am Ende des Tages kann ich mich nur entscheiden, jede Erwartung loszulassen daran, wie es wohl werden wird, und darauf vertrauen, auf diese Gnade vertrauen, dass da Dinge passieren, die ich vielleicht noch nicht mal erahne, die da nötig sind. Und wenn wir jetzt so einen Impuls haben von geistiger Welt, bitte hilf uns, egal an wen wir uns wenden, und die macht nicht genau das, was unser Verstand, von dem unser Verstand dachte, so, und jetzt bin ich gesund und jetzt ist das weg und jetzt habe ich hier den Reichtum vor mir liegen oder jetzt habe ich was auch immer. Und jetzt liegen die Antworten sofort vor mir. Dann, das ist ja genau die Reise, die wir über diese spirituelle Entwicklung über Jahre, Jahrzehnte machen. Also dieser Platz von mehr und mehr in diese Bedingungslosigkeit zu kommen. Und natürlich, wenn ich dann denke, oh, ich hätte jetzt aber gern, dass das genauso funktioniert, zum Beispiel mein Dschungel, einer meiner beiden Lehrer im Dschungel hat immer gesagt, naja, wenn die Europäer kommen, die haben ganz oft die Idee mit den Pflanzenmedizin, so, du nimmst jetzt einfach eine Pille, so, okay, ich habe hier eine Erkrankung und jetzt hätte ich gerne irgendwas zuppelt und jetzt hätte ich gerne hier die Pille und dann ist das morgen oder übermorgen weg oder von mir aus auch nach einer Woche. Aber er sagt, aber bei Pflanzenmedizin lernt man auch, das dauert Wochen, Monate, man ist da eine ganze Weile dran und dann irgendwann. Yeah. Und meine persönliche Erfahrung mit Ayahuasca über die Jahre ist, und es heißt auch immer wieder loszulassen, dass wir wüssten, wo es lang geht. Das meinte ich ja mit diesen Einmischen, und da finde ich immer wieder interessant, dass Menschen, die auch viele Jahre schon auf diesem Weg waren, dann dennoch immer wieder diese Erwartungen haben. Die hatte ich wirklich nie. Also mir würde nie, und ich habe wirklich Zeiten, auch jetzt immer wieder mit meinem Körper und so weiter, doch ich würde nie auf die Idee kommen, mit der geistigen Welt zu brechen. Weil ich verstanden habe oder verstehen musste, dass ich die Verantwortung trage. Also ich habe die Verantwortung. Ich kann die leider manchmal nicht abgeben. Doch es ist interessant, dass sich da wieder so alte Geschichten im Moment zeigen. Ich meine, ich kann mich schon an Momente erinnern in meinen 20ern, wo ich total angepisst war. Also so, wirklich, das ist jetzt das, was ich hier... Also, das ist das, was ihr mir gebt, ist das euer Ernst? Ne? Ja. So. Aber das ist ja genau, ich glaube, das passiert uns allen auf der Strecke mal oder kann uns passieren, aber das ist die Reise. Also, und gleichzeitig, ist eben auch Teil dieser spirituellen Entwicklung und dieses Wachewerdens, dass wir merken, ach, darum geht's gar nicht. So. Genau, und wir brauchen keine Schuldigen. Weder auf der Erde noch die geistige Welt. Und das ist halt immer, irgendjemand muss Schuld haben. Und ich glaube, dass ja auch wieder Entwicklungsmöglichkeiten sind zu erkennen, okay, da habe ich mich mal kurz in die Opferrolle hineingesetzt. Und was ja auch das Gegenstück ist, ne? Also wenn ich ein Opfer bin, dann heißt das auch, irgendwer, und sei es das Leben selbst, ist der Täter. Genau. Das kann ich ja dann auch loslassen. Genau. Ich bin voll bei dir. Genau. Doch es ist ein Weg. Und ich erinnere mich jetzt schon, wenn ich meine Magersucht hatte und mein Mann hat mir das Buch geschenkt, die Entscheidung liegt bei dir. Doch das war jetzt nicht die geistige Welt. Da dachte ich mir, dir fehlt es wohl komplett. Glaubst du, ich habe mir sowas ausgesucht? Genau. Natürlich habe ich diese Momente. Genau. So. Das wäre auch total okay. Genau. Und wir gehen dann trotzdem weiter. Wir müssen ich glaube... Gibt es den freien Willen, wäre ein eigener Podcast nochmal. Ich glaube, dass wir einfach diesen Weg gehen müssen,
den wir uns selbst geplant oder mit wunderbaren Qualitäten und Schwingungsfeldern kreiert haben. Und jetzt geht es darum, ihn zu gehen. Und ich bin überzeugt, dass alles immer nur eine Vorbereitung für das Nächste ist. Und ja, seit ich und das genau sehen in kann, großen ja, Kette, so, ne? Und auch, einem großen Netz. Auch dieses ja Leben, wenn es im Grunde genommen wieder nur eine Vorbereitung ist für das nächste Leben, dann relativiert sich so vieles, dann wird Raum geschaffen, dann bekommen wir Platz zum Atmen, weil dieser spirituelle Weg ist kein Marathonlauf, wie er für viele ist, oder kein, ich muss besser sein, ich muss höher schwingen. Nee, es ist ein Weitwerden, ein immer weiter werden und ach so schön. Das übrigens, wo du das gerade sagst, auch so entspannt, weil wenn wir wissen, ey, es geht nicht, wir müssen nicht alles in dieses eine Leben packen, genau, sondern es ist eine, wir gehen durch eine lange Kette ja von Lebensspannen und ja das hier ist eine Facette ja davon, ein Teil auf der Reise und Dinge, also Dinge, die ich hier nicht zu Ende bringe oder Dinge, die ich hier an, also wir haben keine Eile. Nee. Es gibt keine Notwendigkeit, dass alles jetzt ja hier geklärt werden muss oder dass das jetzt hier das die leuchtendste Inkarnation ever sein muss, sondern es ist Teil von einem viel größeren Bild. Ja. Und das hat, finde ich, was sehr Entspannendes. Total. Also wie du das jetzt schon sagst, entspannt sich's. Und ich finde, das ist ein super Schlussmetapher, so dass auch ihr, die zuhört oder die zuseht, wir brauchen uns nicht länger stressen, auch nicht in spirituellen Pfaden, weil ich glaube, dass da oben Dirigenten sind, die exakt auf die Sekunde genau uns führen. Und da ist alles wirklich, glaube ich, synchron eingebettet. Doch, wie gesagt, es ist ein Weg. Es braucht Urvertrauen, es braucht viel Übung. Ich sage, es ist ein Trainingslager hier. Wir brauchen Übung und dennoch wieder ganz viel Freude. Ich glaube, dass die Lebensfreude auch eine ganz wichtige ja Essenz ist, die uns hier einfach auch dieses Wunderweltleben auch genießen lässt. Und deshalb toll, so schön. Danke, dass du da warst. Ich glaube, wir könnten noch ich stundenweise plaudern. Alles, also ich werde Kerstins Homepage verlinken und ihr findet sie auch auf Social Media, auf LinkedIn und auf Instagram. Auf Insta vor allem. Ja. Genau, folgt ihr sie. Hat für mich einfach so schönen und tiefsinnigen Kontext auch und Mehrwert, wo wir einfach uns immer wieder gegenseitig erinnern dürfen, dass wir Menschen sind und dennoch viel weit mehr als Menschen. Ich gebe dir nochmal das Schlusswort, was du noch mitgeben möchtest und bedanke mich im Voraus für deine Zeit, für deine Weisheit und für das, dass du da warst und für das, dass du bist und die Welt bereicherst. Ey Miriam, vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine Freude. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt noch 3 Stunden mit dir weiterreden. Schlusswort. Das kommt überraschend. Lass mich mal gucken. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich habe nur einen Impuls. Genau, gerade nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast, die Lebensfreude, irgendwie wirklich immer wieder mit Freude auf dieser Reise zu sein, selbst in Zeiten, wo es uns umwuchtet, also ne, nicht mit so einer Anstrengung von, ich muss jetzt so eine Pseudo-Freude halten, aber immer wieder im Kern so ein, ey, es ist auch echt ein Geschenk, diese physische Erfahrung und dieses Leben. Und vor allem, wenn ich irgendein Schlusswort hätte, ist das, vertrau dem Prozess. Also, vertrau deiner Reise, das ist eigentlich das Schlusswort, vertrau deiner Reise. So schön. Und ich unterschreibe. Wunderbar. Danke auch euch für eure Zeit und fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Und teilt diese Folge gerne mit euren Freunden, wenn ihr was für euch mit rausnehmen könntet. Und nehmt es nicht nur raus, sondern integriert es vielleicht auch oder probiert es einfach mal aus. Das ist das Leben. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ein Spiegel im